So, Manuel, die Kamera läuft. Ich muss aber noch mal wohin. Komme gleich wieder. Manuel? Manuel! Herzlich willkommen zu den mysteriösen Ereignissen in dem Point-and-Click-Adventure Geheimakte Tunguska. Der junge Manni ist Max, der der Protagonistin Nina hilft, ihren verschwundenen Vater zu finden. Hier haben wir auch gleich ein Beispiel für eines der vielen logischen Rätsel im Spiel. Wir öffnen verschiedene Tore, indem wir eine alte Ritterstatue einkleiden. Das ist nicht nur lustig, sondern auch herausfordernd, da wir zum Beispiel nur mit Improvisation die Türen öffnen können. Zum Beispiel ist uns im Hof der Burg aufgefallen, dass die Kaminabdeckung wie ein Helm aussieht. Praktisch, so einen brauchen wir. Nur müssen wir erstmal rankommen. Deswegen schleudern wir mit Hilfe eines Brettes einen Stein durch den Kaminschacht. Sammeln den Helm ein. Setzen ihn den Rittern auf und befreien so den irischen Professor, der in dem Brunnen hockt. So erhalten wir mehr Informationen zu Ninas verschwundenem Vater. Haben wir ja schon mal gefunden. Bleibt nur zu hoffen, dass dieser Paris noch hier ist. Warum sollte er nicht? Ich muss jetzt aber erstmal ein paar Formalitäten erledigen. Kommst du so lange ohne mich zurecht? Hier haben wir Nina und gleich auch eine sehr nette Rollenteilung. Während Nina sich nämlich durch ein kubanisches Irrenhaus rätselt, können wir jederzeit zu Max wechseln, wenn wir denn mal nicht weiterkommen. So können wir uns die Zeit mit anderen Rätseln vertreiben. Hier klicken wir einfach unten rechts auf Max Porträt und schon stehen wir im regnerischen Irland. Auch sehr praktisch, bei einem Klick auf die Lupe werden uns alle Gegenstände angezeigt, mit denen wir interagieren können. Das hilft vor allem bei Stellen, an denen wir hängen bleiben. Trotzdem rauschen wir nicht im Schnellverfahren durch das Adventure, denn es ist genug eigenes Nachdenken gefragt. Apropos Hilfestellungen, die gibt es auch zu solchen Rätseln. Erscheint oben links das Symbol mit Ninas Tagebuch und einem Fragezeichen, dann haben wir im Tagebuch einen Hinweis erhalten, wie wir das Rätsel lösen können. Mitunter stehen aber auch schon die kompletten Lösungen drin, weswegen es nicht immer ratsam ist, sofort im Buch nachzuschlagen. Sonst verderben wir uns nämlich nur den Spaß. Hier erinnern wir uns eher an etwas, was wir in einigen Notizen gesehen haben. Diese Zeichnung kann des Rätsels Lösung sein, weswegen wir gleich einmal diese Figur legen. Erinnert diese Szene nicht ein ganz klitzekleines bisschen an den Schluss von Jurassic Park? Solche Seitenhiebe und lustigen Anspielungen ziehen sich durch die ganze spannende Geschichte rund um Nina und ihr Abenteuer. Und beim Abspann kann man herausgeschnittene Szenen sehen, so wie sie bei Kinofilmen beliebt sind. Zum Beispiel diese. Raten Sie doch mal, an welchen cholerischen Schauspieler Sie Kommissar Kanski erinnern könnte. Und ich war nicht ausgezeichnet. Ich war monumental. Ich war epochal. Geheimakte Tunguska ist ein sehr schönes Adventure, vor allem ist auch die Hilfefunktion sehr praktisch, auch wenn man ständig in die Versuchung kommt, sie einzusetzen, wenn man an einen neuen Schauplatz kommt. Ansonsten sind die Charaktere sehr hübsch, die Schauplätze sind sehr hübsch und detailliert gestaltet und auch die Geschichte ist sehr spannend.